Hallo zusammen! Hier sind wir wieder, 4 Monate später nach unserem Crowdfunding-Beginn und sitzen hier am gleichen Ort. Dorfbach. Jetzt schöner Frühling und das ist ein Video speziell für euch Unterstützer, das euch ein bisschen Einblick zeigen soll, wie wir so proben, wie wir leben. Und es fängt hier mit dem Meditationsplatz, an dem ich eigentlich jeden Tag bin, an. Der ist bei mir direkt um die Ecke im Vauban. Ja. Ja, ihr Lieben, ihr habt euch für das Unterstützerpaket von Eukalyptus entschieden. Erstmal an dieser Stelle vielen lieben herzlichen Dank. Hierfür gewähren wir euch einen Einblick hinter die Kulissen von Eukalyptus. Ganz privat. Was machen wir eigentlich so den ganzen Tag? Hier sieht man gerade, wie unser dritter Mann, der Chris, eingelernt wird. Jetzt gucken wir uns mal doch unseren neuen genauer an. Ja, so sieht er aus. Hallo. 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 Herr Chris, hallo. Wo kommst du denn her? Ich komme aus Dresden eigentlich. Ja, okay. Der ist auch ein bisschen schüchtern. Ich bin ein bisschen schüchtern immer. Aber sieht gut aus. Also, was ihr seht, ist tatsächlich mein normales Zimmer, was hier gleichzeitig parallel als Proberaum noch genutzt wird, weil wir noch keinen haben, noch nicht. Und es auch ganz gut funktioniert. Genau, wir haben nämlich einiges auch durch Schenkung von Freunden bekommen, hier Flöten. Ein Didgeridoo, was ich mal hier bei einem Selbstbaukurs erworben habe vom Lehrwerk. Das ist eine chinesische Halusi und die klingt so. Da hat sich eine Schrutti-Box angeeignet und die gelernt. Das ist ein englisches Instrument. Ja, sonst sind wir natürlich jetzt gerade auch in dieser Zeit sehr fleißig. Das, was man eben jetzt machen kann, viel proben, die Online-Plattform hochstellen für den CD-Vertrieb. An der Basis arbeiten im Prinzip im stillen geheimen Kämmerchen. Und jetzt sind wir hier auch schon bei Benes Bude. Ich zeige euch mal, was der hier so macht. Der hat sich hier nämlich auch musikalisch ganz schön cool eingerichtet. Und wahrscheinlich ist er wie üblich schon in seinem Kämmerchen. Ja, da hört man doch schon was. Ja, Hallöchen. Ja. Oh, hier hat er sich ein Kämmerchen errichtet und man hört auch schon was draus rausklingen. Scheherazadenklänge. Sein Musikerherz so begehrt, Tablas, Mischpult. Und das hat er sich komplett schalldicht hier eingerichtet, um Musik machen zu können, wann immer er will. Das auch aufnehmen können. Und da geht er ab, der Gute. Vom
Allerfeinsten. Patscha Gringo, Alter. Yay. Yay. Herzlich willkommen in meinem kleinen Studio. Da habe ich mir 3 Monate für Zeit gelassen. Alles isoliert. Hier kann ich Tag und Nacht proben, Gesangsstunden machen. Fett. Endlich kommen die Fortschritte, die schon lange ersehnt sind, weil ein Fett. Raum dafür da ist. Sehr, sehr geil. Meine ganzen Zukunftsprojekte, Cello, Geige lernen. Ja, der Bene, der macht es nämlich so rum, dass er sich erst die Instrumente kauft und sie dann lernt. Ich kaufe sie mir nicht, die kommen einfach oder mir holt, oder sie kommen geschenkt. Das Cello gehört mir nicht, das habe ich auf Lebenszeit geliehen. Ihr wisst ja, wie es ist, Freunde, Dinge auf Lebenszeit leihen. Ja. Und dann starten wir mit Nueva Esperanza, neue Hoffnung, voll in die Konzertphase, wenn es dann wieder losgeht. Genau. Ja, ansonsten gibt es nur noch zu sagen, bleibt gern am Ball. Für uns natürlich jetzt auch, nicht zuletzt in der Phase, aber generell wichtig, junge Künstler ohne irgendwie Vertrieb und sonst was im Rücken. Wir leben natürlich davon, dass ihr auch uns ein bisschen in der Promotion-Phase, in der Verbreitungsphase helft. Also erzählt gern euren Bekannten von uns oder ladet uns mal ein. Ja, und für jegliche Form der Rückmeldung sind wir natürlich dankbar. Wir sind gespannt wie ein Flitzebogen. Der Freddy immer so schön sagt, wie euch die Musik gefällt. Schreibt uns einfach mal, welche Lieder euch besonders berühren, was für ein Gefühl ihr bei der Musik bekommt. Das ist für uns super interessant. Und dann wünschen wir euch eine schöne, gesunde, entschleunigte Zeit. Hoffentlich seid ihr frohen Mutes und bis bald. Bis bald.